Hallo. So, Ihre Idee läuft nur, wir haben kein Mikro auf der Wallhose, verstand mich. Es ist zum Glück wieder warm. Kurze Hose. Und jetzt nach dem Schaffer gleich im Wald. Wir haben jetzt nachgeschaut, dort wo wir letztes Mal die Dunkle gefunden haben. Erster Stein ist schon einmal das anwischen. Dann nochmal Stamm frei machen. Oh, cool. Da. So, oh, schon einmal. Da, der nächste kleine. Da. Ja, eben mit der Dünne. Mhm. Da der nächste. Da, ein abgerissener. Warte mal, mal ganz langsam laufen. Langsam filmen, damit das so schauen. Oh, schau mal. Halt so, ich sage immer schon einmal zu euch. Dort ist der nächste. Dort ist der nächste. Kleine. So. Amy. Die ist gleich. Da kommt einer raus. Da ist der nächste. Da ist einer. Und da ist einer schon. Da ist der nächste. Mein Gott. Da ist der. Und da steht überhaupt nochmal. Also wir standen jetzt gerade zum Glück einfach hoch. Ja. Also wir müssen jetzt zuerst mal schauen. Ja. Wir müssen zuerst mal schauen, was da alles am ist. Schon, aber wir sind da wieder. Oh, schon? Wo du Leute, schon einmal da haben. Durch dann durch. Oh, dort und dort da die Kleine. Also, falls da. Achtung, hinter dir. Ja. Das möchte ich sagen, das ist das Video, wo ich drauf bin, gell, im Laub, so irgendwie. Mit, ist ja wurscht, falls du schon erwähnt, wie viel Zeit zwischen dem einen Video und jetzt unserer, wie sagt man da, Nachprospektion, ja. Keine Ahnung was. Aber das ist mega. Die werden wir jetzt einmal rausholen und dann zeigen wir es euch. Das, also wir machen euch ein Foto von denen, was wir da gefunden haben, extrem. Jetzt habe ich gerade den da gefunden und die habe ich schon rausgenommen. Schon, das sind Schweinsohren, die nehmen wir heute mit. Die werden wir fein verspeisen. Die probieren wir zum ersten Mal. Ja. Und da. Die haben wir letztes Mal gefunden und recherchiert und sollen ein super Speisebild sein. Jetzt probieren wir es. Ja, mal schon. Und da steht gleich der nächste. Und mir gefällt es, wenn die so ein dunkles. Den dunkle Hürtle. Hürtle da geht schon einer kaputt. Also bei uns ist es jetzt so, da haben wir statt wir der müssen nächste. Jetzt sammeln. Wir müssen sammeln, weil es wird wieder trocken. Oh, ja. Die Brombeeren und sind sie haben schon zum Teil schon ein bisschen Trockenschäden und Schnecken sind auch fließig dran. Wir machen uns halt. Jo, wir müssen ein bisschen Gas geben, weil es wird dunkel. Jetzt habe ich, ja, die Frau, wir müssen auch schon mit drauf. Ich flippe hoch. Oh. So, Leute, das haben wir noch nie so gehört, darum freut sich so. Wir haben für uns wahrscheinlich schon langweilig. Aber wir sind im Gebirge, wir müssen ja extrem laufen. Bei uns ist nichts flach. Schon nochmal das. Oh. Und so lieb. Wir kleine Familie. Und da. Dort. Und dahinter nochmal frei und da kommt der nächste. Der kommt wieder an. Also physisch, das ist echt toll und die erste Saison, wo wir wirklich E-Sammler gehen können, wo wir mal ein bisschen belohnt werden für die ganzen Mühen, wo wir haben, weil all die Jahre haben wir immer gesucht und wir haben niemanden, der uns Gebiete erzählt. Ja, genau. Also und wir haben da niemanden, der uns ein bisschen einführt, das Ganze. Wir haben es alles selber erkämpft und jetzt sind wir froh. Steil und viel Zeit. Und jetzt ist echt, wir schwitzen total. Jetzt haben wir echt eine Gaude, dass wir echt oben. Ihr Pilzwallungen. Na schön, bis später. Jetzt geht's ans Putzen. Da ist mal die Ausbeute. Für unseren ersten Platz, wo wir jetzt ein bisschen durch die Runde geschossen haben. Da waren letztes Mal schon und jetzt hat es einen ordentlichen Schub gemacht. Und das sind jetzt noch die Schweinsohren, die wir mitnehmen zum Ausprobieren. Bin schon gespannt, wie die schmecken. Und die da freuen uns einfach nur. Jetzt sind wir an einer anderen Stelle und das möchte ich euch auch mal sagen. Gell, das zeigen wir jetzt mal, wie das bei uns ist. Wir haben wieder so eine Mischwaldnadel und Laub. Und bei uns ist das Typische, dass wir Steine finden, alle die. Ich weiß nicht, was das für Gräser sind, sorry. Die, wo so abhängen. Immer so lange Büschel. Gräser, so Büschelwiese im Gelände. Genau. Das da ist eine typische Steinpilzstelle. Das ist ein Hang, wo da zu 100% Stein ist finden. Und, Und, was ist? Da ist einer. Schon wieder einer. Dort sind die nächsten. Dort ist ein ganz großer, der hat es nicht aus dem Boden geschafft. Da haben irgendwelche Tiere Dinge einmal gefressen. Türtle. Türtle. Und dort sind die nächsten.
Und da stehen schon die nächsten zwei. Den haben wir auch vorher raus. Und aber typisch sind so richtig Büschel. Ganz weiter weg, oder? Soll halt hängen, wo Sonne kriegen und büscheliges Gräs ist. Den haben wir jetzt rausgenommen, den nehmen wir nicht mit, sondern der hat schon Schimmel. War ja. Ja, und dort steht eh auch schon die nächste Sonne. Ich denke auch, dass wir den da lassen. Man sieht zwar, so raureif ist auch typisch, das sehe ich keinen Schimmel, aber dann schauen wir so genauer an. Und wo steht der nächste? Ich sehe ihn ja gar nicht. Ah ja. Da ist schon wieder einer. Da drückt einer durch. Aber wir sehen, wir müssen heute einsammeln, was geht, weil Schnecken fressen alles weg und sie kriegen Trockenschäden. So, jetzt haben wir die alten zwei da gecheckt und der da hat schon Goldschimmel, oder? Ich glaube, es ist Goldschimmel und das da ist mal auch schimmelig. Der, wo wie raureif rübergehört. Aber wir haben schon gehört, dass es wie raureif gibt, wo aber nichts dort, wo passt. Das sehe ich bei Fichtenstein, ist normal. Aber wenn es unter bei den Röhren dann schon Schimmel hat und das ist sicher Goldschimmel, dann gibt es eine Lebensmittelvergiftung. Also die zwei blieben da. Aber blub, Sekunde. Das sind noch mehr da. Die nehme ich auch mit. Flaschenpovis. So. Ich weiß, ich habe jetzt gar kein Messer, so geht man mit dem Ding normal nicht, so habe ich es gesagt. So langsam. Wenn innen weiß sind und dann müssen wir mal riechen. Boah, das ist so. Ich liebe sie. Die nehmen wir mit. Die schmecken wie Champignon. Ja, die sind total fein. Ja, was soll ich? Der ich kann kaum mehr filmen. Und wieder so nochmal. Unter Moos. Kommt da von ihm hinein. Das unter Moos schon mal. So Böllele. Brutal schön. Dann haben wir da der nächste. Da der nächste. Und da. Ja, schon, da ist nochmal einer. Dann habe ich gar nichts gesehen. Nochmal zwei. Dann und? Ah, da ist nochmal einer. Schon, da ist nochmal einer. Okay, gut, so, der ist ja nochmal gut. Jetzt müssen wir euch aber nachher da noch, das möchte ich zeigen, den musst du filmen, hier, wir stand da Mitte. Ja, das ist wurscht. Tut so Amosen. Ja, da diejenige ist ein Amosenhufer. Hey. Waldameisen, ja. Klammern, sagen wir Klammerer. Und da sind wir mitten in der Straße drin. Da ist alles voll, aber ja, jetzt sieht man nicht. Wahrscheinlich sind sie auch mal da. So wir gut. Haben es total geschafft. Ja, und da mitten in der Straße sind die dran, müssen wir jetzt ein bisschen schnell machen. Ja, weil. Das ist verlästigt. Schau mal, schau mal. Amy, so schön. Wow, die sind verlästigt. So schützt sich die Amy. Vor der Amose. Vor der Amose. So, da verhockt sie. Mauschli. Nicht so Pilzputzen. Ja, tut das Pilzputzen. Das geht super, so ja, das geht. Da kriegen wir alles hin. Ja, ihr seid bloß schön. Sie will gar nicht mehr abgehen. Madame, gell? Schon einmal, das muss ich filmen. Ich weiß, da habe ich gerade, also er ist am Putz, mein Schatz, ja, ich hab's. Da habe ich gerade gefunden, aber jetzt schon einmal, wie schaut der da drinnen ist. Mei, ist der schon da drinnen. Jetzt nehme ich ihn einmal raus, drehe ihn einmal raus. Ich muss ihn schon fast raus. Das ist schon ganz ein schöner. Schon einmal, wie schön. Ganz schöne weiße Röhren. Super. Also das ist kein Schimmel, das gibt es bei der Steinpilz, gell? Da haben wir euch kein denken, du, der ist ja schön. Jetzt schauen wir weiter. Da steht der brav im Wald und putzt die Pilze. Wahnsinn. Gell? Das haben wir noch nie gehört, dass ich nicht zum Suchen komme, von lauter Putzen. Ja. Da muss er, haben wir schon überall. Egal. Nur die Harten kommen zu den Pilzen, gell? Man macht so einen ja nicht einfach. Wir gehen ja Pilz suchen, wir gehen Pilz pflücken. Ja, genau. Ja. Das Luft hat der Kleine jetzt quietschen da. Bäm. Ah. Wir kriegen nicht genug. Hey. Da der nächste. Was ist das traumhaft? Dann nehmen wir mit
Und da drunter, da sind einmal das Gelände, da geht es immer so weiter, traumhaft, immer mit den Gräsern wieder. Und da irgendwo, mit dem Laub ist echt schwierig. Ah ja, da dir nicht. So. Da hockt schon wieder der Nächste. Die sind alle. Aber ist wahnsinnig trocken geworden. Und darum müssen wir schauen, dass wir die retten. In den Wald gehen, ja, solange das. Ja, nein, geh nicht in den Wald. Bleib nur auf der Couch und lass uns die Pilzle. Danke, tschüss. Das sind so schöne Promis. Da muss ich nochmal Aufnahme machen. Gell? Ja. Wow. Toll. Also, wir sind jetzt gerade. Von da diejenige, da ist einmal so ein Haufen da einmal gewechselt. Der Beutel ist schon ziemlich voll. Das ist heftig. Steini. Nächster. 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 Und wissen Sie, was das Hauptproblem ist? Wir brauchen einen größeren Gefrierschrank, ist jetzt unser Hauptthema. Nicht Pilze finden, sondern wo eine. Und ich frage dich noch, ja, ja. Soll ich den mitnehmen, Schatz? Weil der ist ein bisschen angenagt und da wir schon jetzt einige haben und wo tiefkühlen könnten, dann siehst du, was? Was ist das? Nimm lieber dir da hin, ich ja, noch nicht. Nein, hey, wir haben nur eine Gaude drum. Wir können es. Es wird viel langweilig wahrscheinlich, aber wir haben so eine Gaude. Wir haben so lange so viel gesucht und jetzt möchten wir euch sorgen, ja, dass es woanders geht. Bei uns ist nichts gerade. Nein, gerade im Ufer. Jetzt drum sind irgendwo die Räder. Aber das ist jetzt echt ein super Lohn, tolle Saison. Also Physis einfach Himmel. Das ist jetzt die nächste Variante von der Amy. Ja, wächst der Ameisen. Ja. Müssen sie, so ist sie safe. Ja, so ist sie safe. Mir gehen sie auf und sie hockt mir dann Schoß und ich kann Pilz putzen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, die ist eine Frau. Verkehrt. Die ist nicht dumm. Die ist nicht dumm. Grüß sie. Jo, fein. Also, ich hätte nie gedacht, dass mir das sagen. Pilz, Steinpilz, Wahnsinn! Ja. Da ohne. Ich zeige ja morgen, was seht ihr? Ja, ja. Schau mal dort. Schaltet schon das Licht ein, weil es dunkel ist. Aber ich mache zwei Schritte weiter. Vier Stück. Hey, es ist einfach nur noch ein Traum. Fünf Stück. Da drückt schon der Nächste aus. Wie viele Plätze haben wir jetzt schon so gehabt? Das ist. Die sind mir nicht gewöhnt. Nein, das kennen wir gar das nicht. Darum sind wir so. Ja, ich muss nochmal sagen, für uns ist es langweilig. Aber wir sind einfach überdrüber. Da ist ein alter umgerannt von einem Tier. Den haben wir gefunden, wo die Wilde einfach Köpfe abgefressen haben. Sowas wie das da. Da wimmelt es nur von Pilz. Das kennen wir nicht. Boah, sind mega dankbar. Ja, und schauen, wie wir die verwerten können. Voll im Einsatz, ja. Aber mit Zickermitteln, wir sind auch geimpft und kontrollieren uns so. Also bisher geht es ganz gut. Das ist auch wieder so eine dubiose Stelle. Da liegt ein Steinpilzkörper. Und zerfressen, zerfleddert. Da ein Käpple. Der steckt drin, das Käpple da. Das sind echt Tiere, wo sich nur Käpple holen da eigentlich. Und der Dienig steht aber. Oh, ich finde ihn nicht. Da, schon. Der Dienig, tu mal Gräs lieber. Amy streicht. Steht schon der Nächste. Also, schon, das da. Sind keine Sammler, wo da, irgendwie da durchdrehen. Da ja. Da drinnen auch wieder ein Stück. Ja, schon, schön. Ja, aber. Da gehen irgendwelche Wildtiere durch und fressen nur die Tür, glaub. Au, oh, Demi hockt schon wieder bei mir und wir zwicken sie im Fuß, da muss er. Schauen wir mal den, wie sieht man da,
Kadenzmann oder wie sieht man am Pilz? Nein, mega. Ja. Ist der nicht schön? Total. Der ist total schön. Ich weiß, das ist einfach. Da ist der nächste Dunkel. Wir wissen nicht, wie wir das umbringen können. Schon, da ist der nächste. Da sind die Mehlräsling. Vorne ist dann gleich auch wieder der nächste. Wir wissen gar nicht, wie wir euch das erklären sollen. Und wir sind da wieder komplette Hanglage. Also das ist jetzt ein kompletter Hang, wo wir da entlang gelaufen sind. Sicher, es ist steil, gell? Es sind da überall, man hört so, es ist schon wieder trocken. Da laufen wir jetzt. Und dann siehst du natürlich auch so die Alte. Ja, was soll man sagen? Und dann drehst du um. Schon sage ich. Ich sage immer schon zu euch, gell? So, nochmal die zwei. Und dann siehst du sowas. So geht es uns heute. Gell, Schatz? Was war das für ein Vogel? Der ganze Zeit, gell? Ja. Nein, super. Einfach super und ja. Wunderschön. Ich bin halt erfreut und das möchte man jetzt sorgen. Und ja. Ist halt nur eine Steinpilzrunde, aber mächtige. Oh, das haben wir verdient, einmal nur eine Steinpilzrunde. Ja, einfach eine Riesengaude, ja. Die zwei Kleinen nehmen wir jetzt auch gleich wieder mit. Wir haben jetzt echt viele. Jetzt hören wir auf, weil jetzt können wir sogar schon tiefkühlen. Und das ist natürlich für uns ein Highlight. So, jetzt sind wir aus dem Wald zurück. Da drunter, da sind wir alles abgeklatscht. Und ja, mega erfolgreich. Ha? 4 Stunden waren wir jetzt noch. 4 Stunden und kaputt. 2 kleine Rucksäcke ja, voll. Aber mega. Mit toller, fester Steinpilz in einer Murzgaude. Jetzt müssen wir heim die zusammenschneiden. Ja. Ich sehe gleich eingefroren. Super! Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.